wenn das mal nicht ein Glücksgriff gerade war. Das könnte eine perfekte Runde werden, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Voll die Stimme, merkwürdig gewesen. Zu einer weiteren Runde Winstreak, heute auf Main. Wir haben ja jetzt ein paar mehr Karten insgesamt, auf denen wir spielen können, obwohl ich Stages schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mochte Stages sehr, sehr gerne. Und deswegen finde ich es umso trauriger, dass Stages eventuell tatsächlich für immer von uns gegangen ist. Wobei, für immer heißt es ja nicht, wir hatten ja letztens gerade erst Volcano eine Runde. Und das ist ja echt eine Map, die es schon sehr, sehr lange nicht mehr gab. Von daher, es bleibt Hoffnung bestehen, dass wir alte Bekannte wiedersehen. Aber ich glaube, unser Nachbar baut sich doch tatsächlich gerade zur Mitte, oder? So mehr oder weniger, ja, ja. Aber wir haben noch ganz kurz Zeit. Ganz kurz aber auch nur noch. So, ich weiß nicht, reichen 48 Steine, um uns rüber zu bauen zu ihm? Ich hoffe mal. Wird es zu? Jetzt müssen wir rüber. Und zwar schnellstmöglich irgendwie. Ah, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Weil das wäre ziemlich gut. Dann hätten wir da nämlich gleich einen zumindest halbfertigen Weg in die Mitte und könnten endlich mal ein bisschen mit Gold spielen. Hatten wir ja die letzten Runden nicht so das Glück mit. Aber ich weiß nicht, ob die Steine ausreichen werden. Das sehe ich ein bisschen als Problem an. Es sieht sehr, sehr knapp aus. Ich glaube, es wird ganz knapp nichts. Ich baue mich mal hier hin. Nee, das reicht nicht aus. Da habe ich mich ein bisschen verpokert. Das ist natürlich sehr schlecht. Haben wir schon wieder keinen pinken Nachbarn? Doch, Pink ist da. Pink macht bloß nicht so viel gerade, glaube ich. Machen wir mal hier Hälfte von. So, okay. Und da hinten baut sich... Es bauen sich sehr viele in die Mitte heute. Das könnte eine anstrengende Runde werden. Mal wieder. Wir werden sehen. We will see. Okay, er baut sein Bett zu. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Okay, er baut sich da hoch. Baut sich sehr hoch. Aber so hoch brauchen wir uns gar nicht bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Wo ist er? Ach, er hat geliebt. Achso. Naja, aber das zählt ja jetzt eher als mein Kill. Dann hole ich mir auch noch das Bett. Dann könnten wir uns zu Blau bauen. In der Theorie. Weil Blau natürlich uns ein bisschen in die Quere kommen könnte. Gerade was das Gold angeht. Möchte ich mir gerne jetzt Blau noch schnell holen. Vielleicht ist Blau gerade nicht so aufmerksam. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich bin ein bisschen aus der Puste gerade. Weil das doch eine sehr knappe Geschichte gerade hätte werden können. Wurde es aber zum Glück nicht. So. Alles gut. Aber hier liegt sogar noch ein bisschen Gold rum. Oh shit, er hat sich gerade ausgerüstet. Wurde knapp. Wurde knapp. So, wir holen uns mal ganz schnell hier unten ein bisschen Eisen, ein bisschen Warpowder. Dass wir jetzt in die Mitte gehen können, uns da ein bisschen verteidigen können eventuell auch. So, Pink macht immer noch nichts. Ich weiß nicht, ob Pink überhaupt da ist. Auf jeden Fall kommt uns das natürlich nur zugute. So, haben wir... Ja, wir haben Lederrüstung und so weiter. Alles dabei, alles klar. Dann lass mal was essen und dann in die Mitte gehen. Guck mal, der Pinke wird gerade vom Schwarzen zertrümmert. Wahrscheinlich... Ist Pink komplett schon raus? Nein, Pinks Bett ist noch da. Ah, Pink hat sich mit Schwarz gebettelt. Okay, Pink war also der Übeltäter, der sich rübergebaut hat. Alles klar, macht Pink ja doch was? Freue ich mich drüber. Ich habe das Gefühl, ich laber gerade nur die Farben runter, wie so ein Wasserfall. 14 Gold haben wir, okay. Es ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber da geht vielleicht auch noch ein Ticken mehr, ne? Guck mal, es haben sich so viele hier rüber gebaut. Das mag mir noch nicht so ganz gefallen. So, Bett von Pink ist gefallen. Das heißt, Schwarz wird unser neuer Kontrahent sein. Und Schwarz, war der nicht auch schon in der Mitte? Ja, das sieht ganz so aus. Das heißt, der könnte echt sehr stark gefährlich werden. 20 Gold. Aber er geht erstmal wieder zurück, scheinbar. Erstmal schon. Da hinten ist irgendwer... Nicht so leicht zu überblicken, die ganze Situation hier. Ist das der Schwarze denn? Ah, das ist der Schwarze. Und da war auch noch irgendwer... Ach, Pink lebt noch. Ah, okay. Alles klar. Ich habe Pink eben in der Liste scheinbar übersehen. Ich habe da ja extra nachgeguckt für. So, das reicht mir jetzt aber an Gold. Ich will auch nicht zu gierig werden. Und porte mich deswegen mal weg.
25 Gold, da kann man doch schon einiges draus machen, denke ich mal. Was genau, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber wir werden uns da schon was einfallen lassen. Auf jeden Fall erstmal einen Stärkebogen. Da bin ich ja immer der Fan von. Dann können wir uns auch ein Eisenschwert gönnen. Und dann haben wir immer noch 12 Gold. Was machen wir von 12 Gold? Wir hätten uns natürlich auch den Rückstoßbogen holen können. Hätten wir auch einige Vorteile davon gehabt. Aber muss ja nicht, ne? Muss ja nicht. Wie machen wir das am besten jetzt? Erstmal eine Kiste. Erstmal eine Kiste. Vielleicht bewahren wir das Gold auch auf. Weil noch brauche ich es nicht, ehrlich gesagt. Noch wüsste ich nicht, was ich damit mache. Und ich bin sonst immer einer, der alles Gold verbrät und wenig auf, ja, auf sowas achtet. Wie viel man tatsächlich noch hat. So, dann können wir hier noch ordentlich Schwerter reinpacken. Alles klar. Okay, und ich denke, dann sind wir ganz gut gewappnet und könnten uns jetzt den nächsten vornehmen, indem wir uns vielleicht zu Pink bauen. Wäre es eine Möglichkeit. Oder wir gehen in die Mitte. Aber da ist auch gerade irgendwer. Ist es Pink? Nee, Pink ist schon down. Schwarz ist aber auch gerade nicht da. Lass uns mal versuchen, hier rüber zu bauen. Wenn wir sterben, egal, wir haben noch Gold. Macht nichts. Aber wenn es gelingt, dann könnten wir hier ordentlich Verwirrung stiften. Wir knüpfen natürlich aber auch einen weiteren Weg von unserer Base woanders hin. Und es wird noch schwieriger, die Situation zu überblicken. Weiß nicht, ob das so gut ist. Es sind auch noch... Oh, vom Schwarz ist das Bett weg. Oh, nice. Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, der Schwarze ist gar nicht mehr so an seine Base gebunden. Fuck, er ist leider drüben. Leider ist er drüben. Okay. Lass uns mal schnell in die schwarze Base hüpfeln. Wow. Bisschen riskant gerade gewesen, aber gut. Sofern alles funktioniert, ist das ja super. Er ist jetzt bei Rot und wird jetzt Rot wahrscheinlich auch vernichten. Wir müssen die Chance indes mal nutzen. Und schnell dahin eilen. Ich glaube, er hat uns nicht mitbekommen. Oh, das war der letzte! Oh, wow! GG! WTF! Das war der letzte! Echt? Schwarz... Rot wurde vernichtet, Schwarz wurde vernichtet. Pink wurde vernichtet, Orange... Ach, und Orange hat geliebt, stimmt. Dann waren das ja gar nicht mehr viel mehr. Alter Abstauber. Ja, ich wusste es gar nicht. Erstens wusste ich nicht, dass Rot überhaupt in der Base ist. Ich dachte, er hätte da das Bett alleine abgebaut. Was ist hier los? So, ein bisschen... Ah, okay, jetzt. Herzchen. Ich dachte nicht, dass Rot in der Base ist am Anfang, als ich darüber gegangen bin. Ich dachte nur, der wird jetzt das Bett abbauen. Und in dem Moment wird er nicht schießen. Deswegen rennen wir schnell rüber, um da rüber zu kommen. Und dann war da aber der Rote wohl noch. Hat mit dem gefightet. Hat ein bisschen Leben verloren. Hat den Roten getötet. Und ich habe im Moment den Schwarzen getötet. Und der Orange ist kurz vorher geliebt. Das war eine... An der Stelle hätte ich niemals gedacht, dass das Ganze vorbei ist. Und damit haben wir den dritten Sieg in Folge errungen. Ein sehr, sehr komisches Ende auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen auf Frozen jetzt gleich direkt mal weiter. Und Pink ist mal wieder belegt. Das mag ich ja. Ja, versuchen wir gleich Sieg Nummer 4 mit dran zu hängen. Und dann gibt es ja wieder eine Challenge. Und dazu gibt es unten in der Videobeschreibung dann eben ein kleines Formularchen, wo ihr wieder abstimmen könnt, welche Challenge ihr gerne sehen wollt. Die letzte Challenge hatten wir ja sogar geschafft. Und mal gucken, ob das jetzt ähnlich laufen wird. So, ich warte jetzt noch auf 2 Eisen. Genau, dann können wir nämlich unser Bettchen mal schön absichern. Mit Kisten. Hier bringt es sogar ein bisschen was, Kisten vorm Bett zu platzieren, weil man muss zwar nur eine Kiste abbauen, aber man muss halt eine Kiste tatsächlich abbauen, um ans Bett ranzukommen. Und das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr, sehr schön und gut. So, was machen wir jetzt? Wie sieht's aus? Der baut sich nicht. Der baut sich tatsächlich in die Mitte, ne? Dann würde ich sagen, bauen wir uns zu ihm. Versuchen wir das hier an dieser Stelle. Ah, okay, nice. Hier kann man sogar einen Stein platzieren. Das ist sehr gut. Und wenn wir ihn niederrasseln und er uns jetzt nicht mitbekommt, dann können wir den Weg in die Mitte gleich nutzen, haben von Anfang an Gold und das wäre hervorragend, hervorragend wäre das. Aber vielleicht bekommt er uns auch einfach mit und wird uns gleich runterhauen und unser Bett, unser eigenes Bett, niederreißen. Ah, er hat uns mitbekommen. Das ist natürlich jetzt eher nicht so gut. So, ich baue mich mal hier rüber. Okay, wir sind drüben. Er ist hinter mir. Okay, er brennt. Genau das habe ich gehofft. Okay, wir haben ihn. Und jetzt runterkicken hier. Runterkicken. Okay, sehr gut. Bett hat er noch nicht zu. War erwartungs...
mäßig schon mal so. Alles klar. Puh. Wieder eine kleine spannende Situation. Es ist tatsächlich auch genauso aufgegangen, wie ich wollte. Ich wollte, dass er mir hinterher springt. Und ich wollte, dass ich dann so kurz vorm Feuer umdrehe und dass er dann da reinläuft. Hat tatsächlich geklappt. Es ist immer schön, wenn ein Plan aufgeht. Hallo? War gerade kurzer Lag oder so? I don't know. Könntet ihr euch jetzt wieder beruhigen? Kleiner Gommes-Server. So, ich sollte keine Sprite vorher trinken. Eigentlich trinke ich auch gar keine Sprite, aber irgendwie hatte ich letztens mal Bock auf Sprite und jetzt muss ich halt mit den Konsequenzen leben, dass ich Sprite trinken muss und es ist nicht ganz so gut für mich. Zumindest nicht für Aufnahmen, weil dadurch halt ich immer zu aufstoßen muss. Das ist nicht so schön. Stört ein bisschen beim Reden. So, das Bett von Team Pink wurde abgebaut, das ist sehr schön. So, wie sieht es hier jetzt aus? Hat sich hier noch jemand dran gebaut? Mal ganz kurz die Situation abchecken. Sieht so aus, als wären wir die Einzigen. Und das wäre wirklich gut. 20 Gold, davon kann man wieder sehr, sehr gut leben. Ich glaube, dieses Mal hole ich mir sogar einen Rückschussbogen und investiere das nicht in spätere, schlechtere Zeiten. So, hier ist das noch. Okay, der drüben hat sich auch nicht rüber gebaut. Das ist hervorragend. So, von daher jetzt mal einen 13er Bogen. Oh ja, ich liebe das, wenn man den hat, ne? Ist immer schön. So, aber irgendwie leckt es so ganz dezent. Ganz dezent manchmal. Dann brauchen wir mehr Blöcke. Und auf jeden Fall auch ein bisschen Eier essen haben wir, alles klar. Dann, 4 Kisten. Und ein bisschen Endstein vielleicht einfach. So, okay. Und jetzt noch Traps. Und dann bin ich vollkommen zufrieden. Die können wir nämlich hier vorplatzieren. Muss man auch beide ab... Also muss man nicht abbauen. Man kann auch einfach die oberen abbauen. Aber sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen eindrucksvoller aus. Und dann hier einigermaßen zubauen. So. Alles klar. Okay, wunderbar. Wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir jetzt vor? Hat sich schon irgendwer in die Mitte gebaut? Ich glaube nicht. Dann lass uns mal unseren Nachbarn hier holen. Das wäre gelb scheinbar. Zumindest sehe ich da den gelben. Der wird ja noch keinen Bogen haben, denke ich. Von daher, und er weiß auch nicht, dass wir einen Bogen haben. Wäre jedenfalls zu erwarten, dass er es nicht weiß. Und deswegen können wir ihm ordentlich Schaden reindrücken, bevor er uns Schaden reindrücken kann. Im Optimalfall baut er sich uns sogar entgegen. Und dann haben wir einen richtig krassen Vorteil. Aber mal schauen. So, wie sieht's aus? Lass uns mal vielleicht so ein bisschen von der Seite ankommen. Guck mal, jetzt handelt er gerade. Baller ich ihm mal ein, zwei Pfeile rein. Oh, fast. Schade. Okay, da hinten baut sich einer in die Mitte. Finde ich nicht so gut. Komm schon. Come on. Oh ja, nice. Okay, sehr gut. Der wird hier auf jeden Fall ein bisschen verloren haben. An Leben. So, hier ein bisschen weggehen. Sehr gut. Sollten wir eigentlich jetzt schon schaffen, aber ich traue mich hier gerade nicht zu springen, weil ich mir denke, ich springe dann eh irgendwo entgegen. So. Okay. Okay, er brennt. Alles klar. Das dürfte die Entscheidung sein. Dann flieg mal, mein Freund. Flieg mal. Will noch nicht so ganz. Okay. So, komm. Alles klar. Bett ist weg. Und Gelb ist auch gestorben in dem Moment. Das ist wunderbar. Was ist mit ihm da hinten? Das ist rot. Der andere hat sich noch nicht weiter gebaut. Von daher bauen wir uns jetzt mal zu ihm hier. Ist natürlich gefährlich, unser Heim so lange außer Sicht zu lassen. Aber, guck mal, schwarz erledigt gerade türkis. Das ist sehr gut. Wenn wir uns jetzt rot verknüpfen, sind es nicht mehr so viele. So, wie sieht's aus? Baut er sich uns entgegen? Nö. Ich weiß nicht, ob der mitbekommen hat, dass wir einen Bogen haben. Ich denke nicht. So, ein Schuss. Ah, verdammt. Schade. Nur ein Schuss gelandet. Das ist nicht so gut. So, von hier kann ich auch nochmal ein. Okay, Schafe. Habe ich ihn runter? Ja. Habe ich. Sehr gut. Ah, diese scheiß Schafe. Die sind jetzt ein bisschen störend. Aber es ist nur eins, glaube ich. Das könnten wir hier hinlocken eigentlich. Und jetzt explodiere. Aua. Doch, ganz schön Schaden gemacht. Aber alles gut. Bett ist auch frei. So gut wie. Komm. Wurde ein bisschen schneller.
haben wir. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt darf nur unser Bett halt nicht fallen, ne? Deswegen würde ich vielleicht einfach mal per War Powder kurz einen Rückzug anziehen. Das ist blau da hinten. Blau lebt auch noch. Aber ich würde jetzt gerne mal in die Mitte gehen. Gehen wollen. So. Bam. Hellblau wird ja auch gleich sterben. Und tschüss, sind wir zu Hause. Hier ist alles safe, ja? Sieht erstmal so aus. Okay, das ist wunderbar. Dann lass uns mal in die Mitte gehen. War Powder wäre allerdings auch hierfür noch ganz gut. Ein paar Traps könnten wir hier hin platzieren. Die sieht man auf dem Schnee eh nicht so gut. Bam, bam, bam. Hier überall eine hin. Sehr gut. Passt schon so. Feuer mache ich hier mal aus. Dass uns hier nicht zur Last fallen kann. Puh, dann hole ich mir ein paar War Powder. Das nervt mich, mir immer zu eins holen zu müssen. Habe ich lieber genug dabei von Anfang an. Und dann werden wir jetzt versuchen, in die Mitte zu gehen. Ich hoffe, dass sich die Statue da noch niemand hingebaut hat. Das wäre ein extremer, wäre ein weiterer extremer Vorteil für uns. Aber ich denke mal, wow, dass mittlerweile da auch schon mal jemand gewesen sein muss. So, vielleicht mal gucken, wer ist das da? Hellblau. Ah, Hellblau hat sich da aber scheinbar irgendwie befreien können. Von der ganzen Sippe hier. Aber es sieht so... Ah, nee, irgendwer war gerade frisch in der Mitte. Er hier. Blau. Das ist ein Problem. Das ist ein fettes Problem. Aber vielleicht handelt er auch gerade. Komm, wir versuchen es. No risk, no fun. Ah, nice. Sowas von nice. Das ist der einzige mit Gold. So, wenn er jetzt fliegt, dann dürfte es das gewesen sein für ihn. So. Nice, er fliegt gerade. Wunderbar, haben wir hinbekommen. Hat er sich noch ein bisschen Gold hier reingelegt? 23 Gold. Na, holy moly. Wenn das mal nicht ein Glücksgriff gerade war. Das könnte eine perfekte Runde werden, oder? Bisher, glaube ich, nicht einmal gestorben. So will ich das sehen, ey. So will ich das sehen. So, wir haben nochmal 7 Gold, ey. Soll ich mir denn, kann man sich davon noch irgendwie was... Ja, Rettungsplattform, ich weiß. Ich kaufe mir, glaube ich, lieber einen zweiten Stärketrank. So, jetzt ab in die Mitte. Jetzt gibt es nur noch hellblau und, schwarz, genau. Grün ausnahmsweise mal. Grün wie die Hoffnung, die wir hier auf jeden Fall nicht verbreiten, meine Freunde. So, das heißt, die haben auf jeden Fall keine Bögen, oder? Oder? Guck mal, hier ist der Weg zu... Dings, der führt zu mir, glaube ich, ne? Und guck mal, die sind beide da drüben. Guck mal, er ist auch einfach nur am Töten. Er macht nichts weiter. Das finde ich ein bisschen assi von ihm. Die Enderpearl werfe ich mal nicht. Nicht dafür. Oder zumindest nicht von hier. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie an einem Hausdach abknalle oder so. Da baue ich mich lieber rüber. Werde zuerst Türkis töten. Und dann wird Schwarz auch keine große Herausforderung sein, weil der wird nicht gerade krass viel haben. Ist halt einfach so. Aber warte mal, was macht Schwarz? Der ist jetzt weggelaufen, ne? Da hinten ist er. Okay. Warum auch immer. Ich weiß es nicht so ganz. Ich weiß aber auch nicht, ob er mitbekommen hat, dass ich mich rüberbaue. Wäre auf jeden Fall gut, wenn es nicht so wäre. Okay, wir sind auf dem Dach. Und tschüss, mein Freund. Weg ist er. Der Arme hier tut mir gerade leid, weil er gerade ein bisschen befreit wurde. Und jetzt schon wieder sterben muss. So. Come on. Mist, das ist falsche Dings, ne? Ist er jetzt hier? Ach, das ist der Schwarze und das ist er hier. Aber hier müsste ungefähr richtig sein, eigentlich. Ungefähr. Mama, ist hier die Tür? Ne, hier muss die Tür sein, oder? I don't know. Ist hier irgendwo die Tür? Dahinter ist die Tür, okay. Gut, den haben wir. Wenn ich hier Sachen wieder zweimal abbauen muss, ist echt unter aller Sau. Okay, Schwarz ist down. Türkis ist da hinten. Die teamen doch. Irgendwie teamen sie, keine Ahnung. Verstehe ich nicht so ganz. So, bin bei ihm. Ist damit auch weg. Jetzt gehe ich mal zu Dings, zu Türkis. Okay, das war auch der letzte schon. GG! Ich würde sagen, das war doch eine perfekte Runde, oder was? Mann, 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 Mann. Oh, die hat richtig Spaß gemacht. GG! Hex? GG. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge. Es waren zwei sehr interessante Runden und damit
sind wir dann auch schon bei Sieg Nummer 4 angelangt. Ihr entscheidet, was jetzt in der 5. Folge für eine Challenge auf uns warten wird. Und zwar unten in der Videobeschreibung gibt es eine kleine Umfrage. Und macht die einfach mal. Und dann werde ich diese Challenge dann halt aufnehmen und so weiter und so fort. Mann, ich freue mich. Das war eben gerade eine richtig coole Runde. Ich bin glücklich. Und so können wir das Ganze auch erstmal ausklingen lassen. Demnächst dann wieder erstmal ein paar normale Runden, damit ihr ein bisschen Zeit habt, um für die Challenge zu voten. Und wenn es dann ein Ergebnis gibt, dann werde ich diese Challenge aufnehmen und dann eben auch hoffentlich die nächsten 4 Versuche. Und dann wird es eben die finale Challenge geben. Für diejenigen, die es nicht wissen, jetzt bei der 5. Runde kommt eine leichte Challenge, die das Spiel nur gering beeinflusst. Und bei der 10. finalen Runde wird es eine recht schwere Challenge geben. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Bis dahin und tschüss.